jetzt der Lastengang und jetzt rollt er. Jetzt bin ich auf der Straße. Jetzt hat der Generator verloren. Das war der schlimmste Teil der Strecke. Jetzt wird es noch mal interessant in dem Wasserloch, wo Zuckel hängen geblieben ist, vorhin oder umgekippt ist. Und dann ist alles easy peasy. Weil ich könnte, glaube ich, auch über den anderen Weg anfahren. Der Generator wollte anfangen zu sliden und mich überholen. Das ist echt schwammig, wenn du diesen Generator fährst, dass der hinten am Hüpfen, am links und rechts am Schlingern ist. Ne? Das ist ja. Zwischendurch hast du den Eindruck, der will so eine Art Klappmesser machen und versucht dich dann so halb schräg zu überholen von hinten. Ich will auch nicht wissen, was das Ding wiegt. Das hat garantiert eine ordentliche Tonnenanzahl. Ganzen Sprit. So, haben wir mal das Ding an der Tankstelle voll, ne? Ist auch befüllt. Ich glaube nicht, dass die Strecke hier wirklich besser ist, um dahin zu kommen. Ich fahre lieber die Standardstraße auf, wenn da besser ist. Ah, okay. Diese grünen Steine, die ich da eben eingesammelt habe, ne? Ja. Da musst du für jedes Mal teleportieren 10 Stück verschwenden, um zu teleportieren. Also ist Teleportieren doch nicht so das Nonplusultra. Ja schon, aber du brauchst ja trotzdem das Zeug, ne? Ja. Ich weiß ja auch, welche Insel du das herkriegst. Ich, ne? Ist ja nicht das Problem. Aber erstmal da drankommen, wie gesagt, mein Werkzeug kann das noch nicht abbauen. Und dauerhaft Bomben bauen ist ziemlich teuer. Ja, ja. Sollte ja auch nur der Notfall sein, also so um den diese Dungeons aufzumachen und so, ne? Ja, die Dungeon, sondern die Höhlen. Die Dungeon sind ja so schon. Ja, ich müsste auch mal dran gehen. Luca liegt mir jetzt immer wegen Pokémon bei Minecraft. Ja, habe ich auch schon ein bisschen mitgekriegt. Aber dafür müsste ich dann auch wieder mein Netzwerkkabel abziehen und dann auf Funk umstellen und ja. Hat man auch nicht immer Bock drauf, kann ich auch verstehen. Ja, vor allem die beiden haben jetzt so lange schon gespielt und kennen sich da schon richtig gut aus. Und jetzt, Papa, dann kriegst du das und das und mehr, dann brauchst du das und das gar nicht mehr machen. Oder? Ja, dann brauche ich auch nicht spielen, wenn ich dann schon wieder alles kriege. Ja, dann habe ich immer gehört, wenn dieser Müller dann dran ist, guck mal, jetzt habe ich wieder den Fang verplatzt, dann gebe ich mir das Item halt eben so. Und gesagt, Schießen spielen wir dann schon mal gar nicht. Ja. Das ist ja das, was ich meinte, ne? Das ist also halt die Gefahr dabei, dass du das sofort da machen können, weil Minecraft, ne? Ja, Minecraft. Und bei vielen Spielen kannst du sie nicht schieben und ja, und da ist alles, was nicht auf Anhieb geklappt hat, und das gebe ich mir dann einfach. Ich
habe es versucht, hat nicht geklappt, also gebe ich mir das Item. Ja, das ist Moment, genau. Ja, wie gesagt, wenn man das so macht, wie ich das so eine Welt als Puzzle spielt und das nur als Bau- und Gestaltungsfeld was, dann ist, ist das ja noch ein bisschen was anderes. Das, genau, das aber ja, wenn man Survival spielt, geht nicht. Wie gesagt, ich spiele ja kein Survival, also wie gesagt, da wo ich die Bismarck und alles gebaut habe, das ist eine reine Gestalterwelt. Ne? Da ist klar, da schaltest du ein, alles Material vorhanden. Ich werde mir ja schlecht 10.000 Wolle besorgen, nur um dann die Bismarck zu bauen. Dann habe ich noch ein Problem, ich kann ja kaum an die obersten Sachen gar nicht dran, um das so zu bauen. Dann brauchst du auch den Flugmodus, ne? Ja, obwohl, Wolle ist eigentlich gar nicht mehr so schwierig zu besorgen, weil, ne, du kannst automatische Farben bauen und sowas. Das heißt, ne, es wird alles automatisch geschert und sonst was, landet dann alles in Kisten, sortiert. Ja. Brauchst du jetzt wirklich nur noch raus, wenn es soweit ist. Ja, aber es braucht seine Zeit. Ja, klar, natürlich. Wenn ich mal, also wenn du für ein Modell 10.000 Wolle schon brauchst, dann alles unterschiedlich gefärbt. Also die Färberei auch noch gut. So, der Generator steht in der an der richtigen Stelle. Ich bin gerade angekommen. Also wenn das so weitergeht, Fleisch habe ich langsam genug. Ich habe 3 Stacks fast. So, da vor ein paar Folgen war der Generator genau an dieser Stelle. Generator einschalten. Anhänger lösen. Da hinten muss ich hin. Wo du bist? Nein. Du musst zur Papierfabrik oben. Du brauchst nicht durch das Wasser durch. Da an der Tankstelle biegst du links ab. Ach, da bist du ja schon lange nicht. Du fährst die Straße immer weiter an der Werkstatt vorbei, geradeaus, bis die Tankstelle kommt, an der Tankstelle links und dann zur Papierfabrik. So, und ich stelle jetzt erstmal die großen Rohre her. Lagerhaus öffnen. Oh, was haben wir denn da? Großes Rohr. Einmal, zweimal. Wenn ich jetzt wüsste, ob wir das in Zukunft auch noch brauchen, ne? Aber wir sollten hier unten wahrscheinlich alles herstellen. Frachtcontainer, Kraftstoff, kleine Rohre, mittelgroße Rohre. Ich gehe davon aus, mal da, auf jeden Fall, dass man es machen muss. Ja, genau. Ich baue jetzt auch alles hier rein, was man hier bauen kann. Bauen kann. Weil jetzt ist der mein LKW einmal hier unten, weißt du? Ja. Das heißt, dann beim nächsten Mal wieder, dass ich mitmachen kann. Ja, wird. Nee, manuelles Verladen garantiert nichts. Da musst du höllisch aufpassen. Anhänger. Richtig. So. Verladen ist es. Nee, kommt auch. Ich muss noch einmal Ziegel runterfahren. Ja. Aber der Wunsch nicht mit dem riesigen LKW. Vielleicht kannst du noch einmal Verbrauchsgüter mitbringen dann. Acht. Truck wechseln, Truck wechseln. Die habe ich bei mir hier oben nicht. Hätte ja sein können, dass du irgendwo vorbeifährst. Bei 5 habe ich mit, einer fehlt noch. So, kleine Rohre. Was können wir denn hier noch auf Vorrat bauen? Dreimal null vorrätig. Das bauen wir auf alle Fälle zweimal auf Vorrat. 8 Container bauen wir.
10 nach 11. Es ist 10 nach 11. In 50 Minuten ist Mitternacht. Machst du bei den Kindern aber schon richtig Druck, ne? Mhm. Och, Kiste, Mensch, fahr doch mal. Gut, dass Suppe nicht sieht, was ich hier gerade veranstalte. Obwohl, das kommt erst rein. Manni, das klappt mit dem Hänger, mit dem Drehen, genau wie beim letzten Mal mit dem Riesenhänger hier. Ein Zug hinten rein und ich kann vorne rausfahren. Okay. Das klappt wenigstens mittlerweile. Ich habe zwei große Rohre auf dem Hänger. Na, dafür ist ja dieser XXL-Hänger echt gut, ne? Jetzt mal eben hier noch ein Portal hinbauen. Also der LKW fuhr mal besser. Hab keine Update-Fest, also ne? Alles so wie es vorher war. Ja, das ist eigentlich der Standard. Ich hoffe, sie werden meistens ja auch nicht angepasst. Die laufen eigentlich alle, ne? Außer es sind massive Probleme aufgetaucht, dann wird dran gearbeitet, ansonsten aber nicht. Letztes Mal ist der Prolog hier durch. Ich bin mal gespannt, ob das mit den großen Bogen wieder so funktioniert. Aber wie gesagt, letztes Mal ging's. Will der LKW mich verärgern, ne? Eine kleine Steigung, ich komme da nicht hoch, ey. Also, das müssen wir letztes Mal auch gemacht. Die ganzen Bäume gefällt. Der Moment, wo die Neigung von der Achse hinten von der Auflieger, wo der Hänger dran ist, so schlecht wird und dann geht es irgendwann. Mit dem Hänger kannst du es ausmachen, Isabella. Was denn? Sachen Bescheid. So, was war Zucker? Ja, mit dem Hänger kannst du wunderbar irgendwo hängen bleiben. Boah. Wie gesagt, ich habe hier diesen Super Heavy mit 8 Ladeflächen. Ja, wenn den der, meine ich. Wenn der Schräglage kriegt, oder den kannst du ganz schnell rückwärts manövrieren, außer so gerade an der Stelle. Da war es natürlich super. Dann habe ich sogar so rückwärts teilweise, gedreht. Wenn du über Hügel fährst. Ja, du merkst, ich den schon aufgesetzt. Ja gut, das hast du unten das Problem, weil die Träger, wo du den abstellst, halt eben anecken dann. Aber ich habe den jetzt hier gerade durch das Schlammloch, wo du da vorhin deinen LKW umgekippt hast, ohne Probleme durchgezogen. Ja. Aber das hatte ich letztes Mal mit dem Prolog auch schon mal gemacht. Das klappt eigentlich ganz gut.
So, hier haben wir ein paar Pausgüter sind da. Mal großes Metallrohr ist auch gleich da. Verlängerung. Hm? Eine Verlängerung. Verlängerung? Ja, ja. Wegen Rohr. Ja, ja, auch für Andis Mikroteil da. Ja, ja. Kann er mal mit dem C-Rohr angeben. Hast du den jetzt da stehen lassen in der Papierfabrik? Jetzt stehen sie neben dir, ne? Nein, ich weiß nicht. Das ist ein, 4 Meter von mir entfernt. Meine Mama auf dem Sofa. Wir haben aber das gleiche auch mal. Kennst du auch Luca, wenn er dann freudig erzählt, dann bremst du nichts mehr. Klar. Hätte ich nichts erwischt? Hat's auf freie Schalte? Okay. Zielgerade, letzte Schlammloch vor der Ankunft. Vor der Niederkunft. Nein, ich bin unschuldig. Ja, das haben sie also. Unbefleckte Empfängnis. Ha! Ja, Kind Gottes, ne? Da gibt es so eine Übersetzung von der Bibel, die nennt sich der Juniorenchef. Da haben sie alles so ein bisschen auf lustig gemacht. Und dann erzählen sie da unter anderem auch die Weihnachtsgeschichte nach. Ne? Und dann sagt er, ja, und dann hat Gott mit Maria so einen Deal ausgemacht, dass sie ein Kind bekommt, obwohl, ne, der Josef, der faule Sack, der wollte einfach nicht. Und dann musste Gott das Ding selber in die Hand nehmen. Und wie sie das da nachher gedreht haben, weiß keiner, aber sie war auf alle Fälle noch gut Frau. Ja, geil. Nein, das war so wirklich frei übersetzt an der Stelle. Also es war schon. Und wie das kam, wie sie das Ding gedreht haben, weiß keiner, aber es passte dann. Josef der Faule Sack wollte nämlich nicht. Guck mal, da hat einer seinen Anhänger stehen lassen in der Papierfabrik. Genau. Er ist besoffen, er ist blau. Ein blauer Hänger. Jetzt gebe ich gleich nochmal gepflegt die Rohre ab, sodass ich sie nicht abliefern kann. Ich brauche echt einen größeren Rucksack, ey. Das geht so gar nicht mehr. Naja, so. Frachtverwaltung. Großes Rohr, zweimal. Zack. Jetzt geht's doch stramm vorwärts. Ich hasse es, den Anhänger hier mit dem Gelände stehen zu lassen. Ich fahre meinen Anhänger schön zurück zur Werkstatt. Ja, bei deinen eigenen ist das ja auch verständlich. Ja, ja. Aber die werden ja nicht zurückgebracht. Genau, die anderen werden ja nachher automatisch zurückgebracht. Obwohl der eine Hänger im Multipair wurde ja auch zurückgeportet, muss man dazu sagen. Ne? Ja. Ach. Der Schneewäppler. Ja, ach, jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Das war der Holzbalken, den du hier vor der Papierfabrik verloren hattest. Der liegt immer noch da. Irgendeiner hatte doch eine Holzladung direkt vor der Papierfabrik verloren. Ja, das waren wir ja auf, haben wir aufgeladen und wie wir rausgegangen sind, war doch auch wieder. Ja, genau. Lag's ja. Er liegt ja nicht irgendwie. Wenn wir mal Holz brauchen, wissen wir, wo was liegt. Das Holzfrohhändler, wa? Jo. Mehr als das.
Oh, heute ist bei Apple Arcade ein allseits beliebtes Spiel rausgekommen, was sehr bekannt ist. Wäre? Hearts. Was für ein Ding? Hearts, Herz. Also dieses Spiel, was es damals auf jedem Windows-Rechner gab. Sagt mir gar nichts. Das ist ein Kartenspiel für 4 Spieler. Ah, okay. Und jedes Herz zählt 1 Punkt und die Pik-Dame zählt 13 Punkte. Und es geht darum, möglichst keinen Stich zu machen, der Punkte macht. Oder alle zu machen, dann kriegen alle anderen Strafpunkte. Und wer zuerst 100 Punkte hat, verliert. Und das gab es früher auf jedem Microsoft-Rechner. Weil das ein einfaches Spiel ist. Es ist ein total beliebtes amerikanisches Kartenspiel. Gibt es auf jeden. Ja, und danach haben sie Hearts rausgebracht. Das war dann das Spiel nach Solitaire. Kenne ich nicht. Wie gesagt. Das haben wir. Habe ich bis jetzt auch keinen Windows-Rechner draufgepackt. Doch, das hatte ich auch schon mehrfach drauf. Das haben wir auch ein bisschen mehr Brechen gespielt früher. Gerollt und während des Durchrollens getankt und dann dem armen Tankwart seinen Briefkasten kaputt gefahren. Oha. Ist mies, oder? Ja. Jemandem Post aus dem Briefkasten nehmen. Ist das dann ein Postraub? Und wenn der Briefkasten zugig ist, ist das dann ein Postzugraub? Keine Ahnung. Weiß. Ah, habe ich. Übrigens habe ich wieder ein Video gesehen vorhin von unserem beliebtesten Trucker bei. Ja, du meinst Chrissy Bücken. Chrissy, genau. Sie wollen jetzt wieder ein, zweimal im Monat Konvoi fahren, aber es vorher nicht ansagen. Da hat er gefeiert, wie geil der totgesagte Truckers MP ist. Und da, ja, klar, wenn ich da mit 100 Leuten einen Konvoi fahren will, dann ist das natürlich auch geil. Und sie sind, aber es war wieder total süß, sie sind losgefahren, es hat 2-3 Minuten gedauert und dann haben die ersten schon Crashes gebaut. Ja. Und welche Leute, wir nehmen das hier auf und benehmt euch mal und fahrt mal mit Abstand und genauso wie ich Truckers MP kenne. Ja, typische Truckers MP Fahrer. Jeder ohne Rücksicht auf Verluste, da wird nicht gebremst und dann reingekackelt. Cancel doch, wer bremst, verliert. Ah. Aber das ist auch nicht der Sinn von, wenn ich schon so einen Konvoi organisiere. Ja, und was sie alles bringen und dass sie hoffen, dass sie ganz viel Content bringen, damit das am Leben bleibt und dass man SCS-Software mal zeigt, wo der Hammer hängt, so nach dem Motto, so kann das irgendwie. Sollte ich erstmal selbst angucken, wo bei denen der Hammer hängt. Okay, ich fange nicht zwischen der Beine. Können froh sein, dass das alles weiterläuft. Es hat ja auch sehr viel für das Spiel gebracht und ich gehe schon von aus, dass sie wissen, dass sie den Erfolg auch größtenteils diesem Truckers MP zu verdanken haben. Deswegen dürfen die auch weitermachen. Keine. Ja. Wie gesagt, ich habe von diesem mit 100 oder 200 Leuten fahren eh noch nie was gehalten. Also an Man einer kann Stelle. Auch mit 200 Leuten fahren, das ist ja gar kein Problem. Aber dann bitte mit Verkehr und nicht ohne. Ne? Das ist Realismus, ist da gar nichts. Ja, richtig. Hallo Isabella. So, ich habe jetzt meinen Hänger erstmal weggebracht, weil den Kohle brauche ich ja jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir ja nur noch die kleineren Frachtmengen. Frachtbergen. Einladen. Soweit ich das jetzt verstanden habe, bei The Survival List muss man bestimmte Fragmente sammeln, so wie Steuerrad und sonst was alles, um von der Insel wegzukommen.
Ja, klar, der ist von der Insel weggekommen. Ich habe jetzt die letzten beiden Verbrauchsgüter. Okay, du hast die Verbrauchsgüter. Manni macht wahrscheinlich die Ziege, ne? Ja, ist nur noch... Einer noch, ja. Ja, ja. Fehlen nur noch die 4 Metallrollen. Ich guck. Jetzt mal eben den Rahmenzusatz wieder auf meinen Geiger bauen. Ich hab das Ganze hier schon Aufbau. Ich schlepp dann direkt den Tankhänger mit. Ja, ich werde dann höchstwahrscheinlich den Anhänger verlassen. So, dann schauen wir jetzt gleich mal. 46.